Hallo, guten Morgen, Herr Edlich. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz bei der Teacher of the Year-Umfrage 2012 unter den Studierenden der virtuellen Fachhochschule. Sie sind schon seit langem Online-Mentor an der Beuth-Hochschule, aber vielleicht können Sie sich kurz mal allen anderen vorstellen, insbesondere auch welche Fächer Sie unterrichten. Ja, einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Auszeichnung. Ich bin Professor Stefan Edlich, unterrichte an der Beuth-Hochschule seit Anfang 2005 in der Online-Lehre und im Wesentlichen dort Softwaretechnik und ab und zu auch Datenbanken. Was erläutern Sie, was für Sie gute Online-Lehre bedeutet? Also, womit konnten Sie Ihrer Einschätzung nach bei den Studierenden punkten? Also zur ersten Frage, gute Online-Lehre bedeutet für mich im Wesentlichen erstmal topaktuelle Unterlagen, dann viel Motivation, also motivieren zu fragen im Forum bei der Lehre, die dann auch sofort beantwortet werden, viel interaktive Demonstrationen, also zeichnen, programmieren, demonstrieren, nicht so wenig Vorlesung, praktische Übungsaufgaben, zum Beispiel mache ich in verteilte Versionskontrolle zum Beispiel, dann müssen die Sollen die Studenten werden dazu motiviert, sogar in Git Pull-Requests zu machen? Und ich hoffe, aktueller geht es gar nicht. Zur zweiten Frage, womit ich punkten konnte, ist vielleicht die ständige Verfügbarkeit für Fragen und die Motivation zu fragen und diese auch sofort praktisch Tag und Nacht zu beantworten. Ja, Unterlagen habe ich selbst erstellt, faire Übungen, faire Klausur und sich in die Studenten gut hineinversetzen zu können. Und dazu muss man eigentlich selbst Student sein, was ich bei den Kursen in USA, Coursera und Udacity auch selbst bin. Oh, das ist ja super. Dann können Sie auch vielleicht einmal erläutern, was für Sie der Unterschied zwischen der Online-Lehre und der Lehre in der virtuellen Fachhochschule ist. Sie haben ja schon ein paar Punkte genannt. Ja, also das Wichtigste finde ich eigentlich erstmal, dass es parallel auch zum Beruf durchführbar ist, was natürlich ein ganz wichtiger Vorteil für viele ist, die sich noch weiterentwickeln wollen. Dann ist, dass es eher selbstbestimmt ist, man sich die Zeit auch viel freier einteilen kann, ist auch schon ein großer Vorteil. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also trotz der Präsenzen, die wir ja anbieten, sind natürlich öftere Treffen in der echten Präsenzlehre natürlich auch von Vorteil. Ja, und wenn Sie einen Wunsch hätten, was Sie verbessern möchten, was würden Sie da sich wünschen? Da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal würde ich mir eine bessere Anerkennung in der Politik wünschen, weil jeder sieht, dass der Trend in der Richtung geht und die Amis machen da ganz heftig Druck. Und dass auch gute Online-Lehre wirklich aufwendig ist, dann zum Beispiel mal eben 50, 60 mal 10, 20 Aufgaben zu korrigieren, das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Das sollte auch anerkannt werden und honoriert werden. Und dann müssen wir eigentlich zusehen, dass wir dort, was in den USA passiert, dass wir das auch anerkennen bzw. rappen, die besten Lehrenden der Welt auch zu uns reinholen und dies auch anbieten und anerkennen. Das wäre ein wichtiger Punkt, der mir auf dem Herzen liegt. Ja, das heißt, die politische Anerkennung, um die kämpfen wir schon länger. Und das ist auch sicherlich auch ein Punkt. Wir werden diese Interviews veröffentlichen auf YouTube und damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit machen. Jetzt so eine letzte Frage. Welchen Ratschlag würden Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen geben für die Betreuung in der Online-Lehre? Gerade weil Das Sie ist auch schwer. Erfahrung haben. Da bin ich natürlich immer vorsichtig, aber ein guter Tipp ist vielleicht selbst wieder anfangen zu studieren bei dem, was da wieder mal in den USA passiert, bei den Besten der Welt und sich mal wieder in die Rolle hineinzuversetzen, wie das so ist. Natürlich auch unendlich zu Fragen motivieren und diese auch wirklich zeitnah zu beantworten. Das finde ich sehr wichtig, auch für mich als Studentin. Ja, wunderbar. Herr Edlich, vielen Dank für das Interview. Gerne, vielen Dank und alles Gute.